Wir verbringen unser Leben Tag für Tag mit unseren Fellnasen und tun alles nur Mögliche dafür, dass sie gesund und munter bleiben. Manchen Hunden ist leider trotzdem nur ein kurzes Leben vergönnt, viele andere Vierbeiner wiederum werden aber auch überdurchschnittlich alt. Als Hundehalter fragt man sich natürlich, was die Gründe dafür sind, wieso manche Hunde so alt werden und andere nicht. Im folgenden Video erklären wir dir die sichtbaren Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass dein Hund überdurchschnittlich alt werden könnte. Nummer 1. Keine Gelenkprobleme. Ab einem Alter von ca. 7 Jahren entwickeln viele Hunde die ersten Anzeichen von Gelenkerkrankungen. Die ersten Signale dafür sind, dass sie nicht mehr so gerne Treppen laufen möchten, manchmal lahmen, an den Gelenken knabbern und nagen oder auch, dass sie nicht mehr so viel Lust dazu haben, mit anderen Hunden zu spielen. Wenn dein Hund bereits in diesem Alter ist und es keinerlei Hinweise gibt, dass er Gelenkschmerzen hat bzw. er gerade dabei ist, diese zu entwickeln, kann das ein Anzeichen sein, dass er ein hohes Alter erreichen wird. Natürlich bedeutet das nicht, dass ein Hund, der Probleme mit den Gelenken hat, nicht alt werden kann, aber die Chancen liegen höher, wenn ein Hund über einen gesunden Bewegungsapparat verfügt. Du kannst deinen Hund bereits in jungen Jahren unterstützen, beispielsweise dadurch, dass du ihm geeignete Nahrungsergänzungsmittel fütterst und exzessives Springen vermeidest. Dann ist die Chance höher, dass er, wenn er älter wird, keine Gelenkerkrankungen etabliert. Nummer 2. Gute Kondition. Hunde, die eine gute Kondition haben, tun sich im Alter leichter mit einigen Dingen. Ebenso wie wir Menschen eher fit bleiben, wenn wir sportlichen Aktivitäten nachgehen, trifft das auch bei unseren Hunden zu. Das bedeutet nicht, dass sich dein Hund bei Extremsportarten verausgaben sollte, sondern dass eine Wanderung ab und zu nicht schaden kann. So bleibt er nicht nur körperlich fit, sondern auch geistig. Das Gehen auf unterschiedlichen Untergründen fördert zusätzlich die Kondition und die Koordination. Nummer 3. Lust zu spielen. Sozialverträgliche Hunde haben in der Regel weniger Stress, weil zum Beispiel bei Hundebegegnungen nicht ständig die Cortisolausschüttung steigt. Spielt ein Hund regelmäßig mit Artgenossen, lernt er nicht nur, wie er mit ihnen umgehen muss, damit keine Konflikte entstehen, sondern er wird auch noch gut ausgelastet. Das bedeutet aber nicht, dass ein Hund, der mit Leinenaggression zu kämpfen hat, früher stirbt als ein anderer. Im Hundeleben kann sich einiges ändern und kein Vierbeiner ist vor traumatischen Ereignissen gefeit. Viel wichtiger ist es, das Spiel zwischen den Hunden zu beobachten und gegebenenfalls einzuschreiten, sollte ein Konflikt unlösbar für die Tiere sein. Noch wichtiger ist es, den Charakter deines Hundes zu kennen und ihn dahingehend zu unterstützen, wenn er zum Beispiel keinen Kontakt mit Artgenossen haben möchte. Kannst du die Körpersprache deines Hundes gut lesen, kannst du ihm einiges an Stress ersparen und das bedeutet automatisch, dass er eine bessere Lebensqualität und in der Folge auch wahrscheinlich eine höhere Lebenserwartung hat. Nummer 4. Gute Zähne. Gute Zähne sind ein Indiz dafür, dass ein Hund sehr alt werden kann. Erkrankungen des Zahnhalteapparates können den gesamten Organismus beeinflussen. Parodontose kann dafür sorgen, dass es zu Entzündungen im Körper kommt, welche die Nieren oder die Leber beeinträchtigen können. Manche Hunde haben von Haus aus sehr gute Zähne und legen auch kaum Zahnstein an, aber besonders kleine Hunderassen neigen zu Zahnerkrankungen, deswegen sollte man die Zahnpflege bei ihnen nicht vernachlässigen. Du kannst die Zahngesundheit deines Hundes beeinflussen und das solltest du auch tun. Regelmäßige Zahncheck-ups beim Tierarzt sorgen dafür, dass du nichts übersiehst, was die Zähne und Gesundheit deines Hundes betrifft. Nummer 5. Normaler Appetit. Einige Hunde sind sehr mäkelig, was das Futter angeht. Sehr oft wird behauptet, dass diese Hunde nur verwöhnt sind. Leider stecken aber häufig ernsthafte Erkrankungen hinter einem mangelnden Appetit. Das können Probleme mit den Zähnen sein, aber auch Nierenerkrankungen sorgen dafür, dass Hunde keinen Hunger haben. Natürlich spielen andere Faktoren ebenfalls eine Rolle. Zum Beispiel fressen läufige Hündinnen oft weniger, genau wie Rüden, wenn eine läufige Hündin in der Nähe ist. Es ist wichtig, dass du den mangelnden Appetit deines Hundes nicht als Spleen abtust, sondern ihn vorsichtshalber vom Tierarzt untersuchen lässt. Im besten Fall stellt sich dann heraus, dass dein Hund einfach nur einen erlesenen Geschmack hat. Im Fall der Fälle ist das schnelle Eingreifen von Tierärzten und das Ergreifen von Maßnahmen allerdings essentiell dafür, dass dein Vierbeiner sehr alt werden kann. Nummer 6. Freude an geistiger Beschäftigung. Um auch im Alter noch fit zu sein, brauchen Hunde geistige Beschäftigung.
Trainings, in denen sie ihr Köpfchen anstrengen müssen zum Beispiel, aber auch Intelligenzspiele, manche Hundesportarten und immer wieder neue Herausforderungen schulen ihr Gehirn. Vierbeiner, die ein abwechslungsreiches und artgerechtes Leben führen, haben eine höhere Chance, sehr alt zu werden. Langeweile verursacht auch Stress und kann, wie bei uns Menschen auch, Depressionen auslösen. Achte deshalb darauf, deinen Hund immer wieder zu fordern und stelle ihm Aufgaben, die er selbstständig lösen soll. Dies stärkt ganz nebenbei auch sein Selbstbewusstsein und eure Bindung. Nummer 7. Schlafen und Ruhen. Hunde benötigen, je nach Alter, 16 bis 22 Stunden Schlaf. Bekommt ein Vierbeiner diese Ruhezeiten nicht, kann sein Gehirn die ganzen Eindrücke, die es über den Tag gesammelt hat, nicht verarbeiten. Ist dein Hund immer in Hab-Acht-Stellung und dauernd unter Spannung, kostet ihn das sehr viel Energie. In der Folge kann es passieren, dass er Verhaltensauffälligkeiten entwickelt, die ihn noch mehr Energie kosten. Hat er aber immer die Gelegenheit, seine über den Tag gesammelten Erlebnisse zu verarbeiten und sich seinen wohlverdienten Schlaf zu holen, wird er ausgeglichen sein und ein starkes Nervenkostüm haben. Wenn dein Hund sich schwer damit tut zu rasten, musst du dafür sorgen, dass er es trotzdem tut. Richte ihm einen Rückzugsort ein, mach Boxentraining oder lege dich zu Beginn gemeinsam mit ihm hin, damit er lernt, dass Ruhen auch etwas Gutes sein kann. Nummer 8. Gutes Immunsystem. Im Alter wird das Immunsystem von Hunden schlechter und auch der Stoffwechsel fährt herunter. Daher kann es passieren, dass Vierbeiner kälteempfindlich werden und nicht mehr so viel spazieren gehen möchten. Außerdem können sie anfälliger für Erkrankungen werden. Es gibt im Tierfachhandel Hundemäntel, die du deinem Hund anziehen kannst, wenn ihm kalt ist oder er ungern im Regen spazieren geht. Du kannst deinem Hund außerdem unterstützend Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungsmittel zuführen, die sein Immunsystem stärken. Zum Beispiel ist die Hagebutte sehr gut geeignet dafür und du kannst sie als Kur einsetzen. Informiere dich am besten schon, wenn dein Hund noch jünger ist, was du ihm unterstützend geben kannst, damit er im Alter gewappnet ist und sein Immunsystem lange problemlos funktioniert. Nummer 9. Kein Übergewicht. Übergewicht ist eine der Ursachen, die zum vorzeitigen Tod eines Hundes führen können. Das Skelett deines Hundes wird übermäßig beansprucht, die Atmung kann beeinträchtigt werden und die Lust an Bewegung wird gehemmt. Es ist extrem wichtig, Übergewicht schon in jungen Jahren zu vermeiden, egal wie süß der Hund mit ein paar extra Kilos auch aussehen mag. Nahezu alle Gelenkerkrankungen können durch Übergewicht entstehen, beispielsweise Osteoporose oder ein Bandscheibenvorfall. Auch die Knie werden durch Übergewicht stark beansprucht und die Knorpel können splittern. Die Konsequenz davon ist, dass eine Arthrose entsteht. Solche Erkrankungen sind sehr schmerzhaft für deinen Hund und schränken ihn zusätzlich ein. Achte deswegen schon in den jungen Jahren deines Vierbeiners auf eine ausgewogene, hochwertige Ernährung mit wenig Kohlenhydraten, am besten frei von Getreide und selbstverständlich ohne jeglichen Zusatz von Zucker oder künstlichen, ungesunden Stoffen. Frisches Muskelfleisch, Innereien, Gemüse und Co. sind die beste Ernährung für deinen Hund und nicht viel teurer, in manchen Fällen sogar günstiger als Trockenfutter. Achtest du darauf, dass dein Hund immer sein Idealgewicht hält, wird er ein langes Leben führen und ist bestens gegen diverse Krankheiten gerüstet. Nummer 10. Gesunde Nervenfunktion. Im Alter wird die Nervenleitfähigkeit im Gehirn schlechter, was dazu führen kann, dass ein Hund Wahrnehmungsstörungen entwickelt und der Orientierungssinn nachlässt. Weitere Alterserscheinungen sind, dass das Gedächtnis nachlässt und Hunde nicht mehr automatisch ihren Bedürfnissen wie dem Trinken nachgehen. Die präventive Lösung ist, mit deinem Hund schon in jungen Jahren viel draußen unterwegs zu sein, denn viel frische Luft unterstützt das Gehirn des Vierbeiners und davon profitiert er auch im Alter. Merkst du, dass dein Hund vergisst zu trinken, musst du ihn darauf aufmerksam machen und gegebenenfalls das Wasser schmackhafter machen für ihn, zum Beispiel indem du es mit etwas Leberwurst mischt. Fragst du dich jetzt, wann dein Hund überhaupt als alt gilt? Dann klicke auf das linke Bild, um es in unserem Video herauszufinden. Oder möchtest du wissen, anhand welcher Signale du erkennst, dass der Körper deines Hundes um Hilfe schreit? Dann klicke auf das rechte Bild, um alles zu diesem Thema in unserem Video zu erfahren.